David González kommt aus Spanien. Arbeiten wird er bald in Deutschland. Er beginnt eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker in einem Sanitärfachbetrieb in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt. In seiner Heimat liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei mehr als 50%. Hier in Bad Homburg sucht sein neuer Chef dagegen händeringend nach Mitarbeitern. Allen Beteiligten ist geholfen. Die Situation in Spanien ist sehr schlecht. Außerdem ist es ein neuer Abschnitt in meinem Leben und ich will meine handwerklichen Kenntnisse in Deutschland verbessern. David González nutzt die Arbeitnehmerfreizügigkeit, ein Grundrecht bald jedes EU-Bürgers, das es ihm ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union zu arbeiten. Ein Recht von vielen, über das die EU-Bürger wenig wissen, fand die Europäische Kommission heraus und machte das Jahr 2013 zum Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen sollen besser verstehen, wie eng die Union verzahnt ist, dass Probleme am Arbeitsmarkt zum Beispiel gemeinsam und länderübergreifend bekämpft werden. Wir haben die Aufgabe, deutschen Arbeitgebern zu helfen, ihre Stellen zu besetzen, sowohl die Fachkraftstellen als auch die Ausbildungsstellen. Und wir haben den Auftrag, innerhalb der EU am Arbeitsmarkt einen Ausgleich mit herzustellen und dort zu unterstützen, wo es derzeit auch krisenhafte Situationen in den Arbeitsmärkten gibt. Täglich gelebte Freizügigkeit findet man beim Windradhersteller Enercon. 18.000 Mitarbeiter weltweit zählt das Unternehmen aus dem ländlichen Aurich in Norddeutschland. Pro Monat kommen bis zu 40 dazu. Sogar im schwer unter der Finanzkrise leidenden Portugal wird aufgestockt. Mitarbeiter aus anderen Ländern der EU sind bei Enercon nichts Besonderes mehr. Ich bin selber ein Beispiel von dieser Freizügigkeit. Also ich lebe in Holland, aber pendle täglich zwischen Holland und Aurich. Und ich denke, die EU hat in dem Bereich sehr viel gute Leistung erbracht, indem sehr viele Barrieren jetzt nicht mehr da sind im Bereich Administration, Renten, soziale Versicherung und so weiter. Also aus meiner Sicht, muss ich sagen, haben wir da eigentlich keine großen Probleme. Ein oft genanntes Hindernis für die Arbeitnehmerfreizügigkeit sind Sprachbarrieren. Ein Problem, das Mitarbeiter mit etwas Unterstützung oft selbst lösen. Zunächst werde ich in Spanien einen 4-monatigen Intensivkurs machen. Dann muss ich eben weiter an meinem Deutsch arbeiten. Die Sprache sollte nicht das Problem sein. Vor 20 Jahren wurde mit dem Maastricht-Vertrag die Unionsbürgerschaft eingeführt. Für Bürger einer Union, die ihre Probleme gemeinsam lösen. Der Europäischen Union.